Grüß euch. Ja, nach einer Woche Pause gibt es endlich wieder ein Video, wo ich euch ein kleines Update präsentiere, bis man bei dem Bau von meiner ersten Portalfräsen geht. Es ist immer so, dass ich von Video zu Video die Teile bestelle, die was ich halt so zum Bauen brauche. Und deshalb dauert das jetzt einfach immer ein bisschen länger, weil ich zum Beispiel auf die Platten relativ lang habe warten müssen und da hinten auf die großen Profile, die was ich noch gebraucht habe. Und deshalb hat es eben letzte Woche eine kleine Pause gegeben. Die Aluplatten, die habe ich jetzt am Dienstag gekriegt. Habe jetzt mit meiner MK eben nur geschwind ein paar Überstunden eingeschoben, dass ich zumindest einmal die Deckplatten und da die Verstrebungen fertig kriege. Und die kleinen Umbauten, die was ich eben jetzt in ein paar Tagen gemacht habe, die werde ich eben jetzt sagen. Fangen wir am oben an. Also die Portalbrücken ist jetzt soweit fertig, dass ich das Ganze schon wieder zlegen kann, nur einmal genau ausrichten und eben dann wieder zusammenbauen kann. Da ist jetzt hinten noch ein I-Profil-Schwader dazu gekommen, 80 mm breit und 160 mm hoch. Das wird noch inzwischen jetzt zwar Portalwangen seitlich verschraubt, sodass dass ich da noch einmal eine gewaltige Stabilität in die ganze Konstruktion einbringe. Natürlich, wenn man sich jetzt das einmal so anschaut, habe ich da mit meiner Portalbrücken zwar hohe Stabilität, aber natürlich auch ein Mordsgewicht, was natürlich auch irrsinnig hohe bewegte Masse ausmacht. Zum Beispiel sind da die Portalwangen aus 25 mm Aluguss, da die seitlichen Verstrebungen sind 30 mm Aluguss, die Portalbrücken selber ist auch 25 mm Aluguss über die ganze Länge, was natürlich ein Mordsgewicht ist. Hinten ist da noch ein I-Profil schwer, da sind die ganzen Stahlverstrebungen drin, die Z-Achse. Da ist die Z-Achsplatten ebenfalls aus 25 mm Aluguss, die Deckplatten aus 20 mm Aluguss. Die Motor-Anbausets, die habe ich jetzt übrigens auch ausgefräst, sind sowohl für die Z als auch drüben für die X-Achse außen voll ausgefräst. Also das bedeutet, ich kriege da ein irrsinniges Gewicht so mit der Portalbrücken. Was natürlich zum Fräsen super ist. Aber was natürlich auch erhöhte Gewichtskraftfehler bedeutet. Das heißt, ich muss damit die Relation von der bewegten Masse zu der Masse, die wo es eben still steht, wo es da eben der Tisch ist, damit das Ganze ein bisschen passt, muss ich den Tisch natürlich auch dementsprechend stabil und auch vom Gewicht her dementsprechend schwer machen, dass das Verhältnis zwischen den zwei Ebenen wieder zusammenpasst. Das muss bei irgendwann eine Probleme kriegen, wenn ich da mit der Portalbrücke durch die Schrittmotoren eine zu hohe Beschleunigung zusammenkriege, dass man nachher das ganze Konstrukt eben zum Schwingen und zum Vibrieren anfängt. Ich bin deshalb hergegangen. Erstens habe ich einmal dafür gesorgt, dass da die Biegung geringer ist, weil höheres Gewicht, höhere Belastung auf die Linearschienen. Und dementsprechend natürlich habe ich auch höhere Belastung auf die Profile, die was ich da verbaue. Jetzt habe ich ja gesagt, dass die Konstruktion, dass ich die Profilschienen direkt auf die, also nicht die Profilschienen, sondern die Linearschienen, direkt auf die Aluprofile aufgeschraubt habe über eine Nut, das ist nicht ideal. Also normalerweise hätte da dazwischen auf 15 oder 20 mm Alu Platten noch gekehrt, dass diese Linearschienen wirklich vollflächig auflegen. Was da jetzt natürlich bei der Konstruktion, wenn ich das jetzt so lassen würde, ein Nachteil wäre, dass eben die ganze Gewichtskraft von der Brücke, dass alles auf die kleine M5-Schrauben geht. Und wie wir alle wissen, Schrauben wollen eigentlich keine Querkräfte. Das bedeutet, ich muss jetzt einmal schauen, dass ich da diese Biegung rauskriege, die was ich durch die hohe Gewichtskraft von der Portalbrücke zusammenkriege. Und auch, dass ich eben diese Kräfte auf die Linearschienen,
ein bisschen besser verteile. Also nicht nur auf die kleinen M5-Schrauben, sondern dass ich da eben irgendwas mache, dass da die Kräfte ein bisschen besser verteilt werden. Jetzt habe ich auf der Unterseite von dem Tisch, also die Platten ist noch nicht festgeschraubt. Das gibt, übrigens, das, was so wackelt, das ist, siehst du, das ist der Tisch da unten. Das ist, weil einige geschrieben haben, dass das die Portalfräsen ist, aber das ist mein Werkbank, weil der steht nämlich unten auf Rollen. Also der Tisch ist eben noch nicht festgeschraubt, diese D-Notenplatten. Und diese D-Notenplatten wird nachher eben ganzflächig verschraubt und bringt da bei der ganzen Konstruktion auch noch einmal zusätzliche Stabilität rein. Vorne und hinten habe ich jetzt eine Deckplatten gemacht aus 12 mm Aluguss, die was eben erstens einmal nicht schlecht ausschauen und zweitens auch noch einmal zusätzlich diese Streben miteinander versteifen. Also halt, ich verschraube nachher die Streben untereinander noch einmal und so wird das Ganze eben auch noch ein bisschen stabiler. Auf der Unterseite sind zusätzlich noch zwei 80 mm Iprofil Schwar reingekommen, die was quasi über die Länge gehen, also die Biegung ein bisschen ausnehmen. Und als Unterstützung von den Linearschienen habe ich auf jeder Seite, also da habe ich erst eine, weil ich da noch nicht fertig geworden bin, habe ich 25 cm lange Stolperten genommen, die habe ich blank geschliffen und eben nachher so ausgefräst, dass ich erstens einmal unten diese Aluschienen versteifen, weil sie eben mit dem 6 und mit dem 8 Schrauben verschraubt sind. Und oben drucken sie quasi gegen die Linearschienen. Das heißt, diese Linearschienen werden zusätzlich mit den Platten noch ein bisschen abgestützt. Weiters liegen, so wie man da sieht, das ist die vordere Deckplatten. Und da liegen diese Linearschienen zusätzlich aus. Das bedeutet immer sowieso alles noch einmal zlegen, also die ganze Portalfräsen wird sowieso noch einmal zleg und nachher beim Ausrichten muss eben noch die Bohrungen, die sind bei der MK in einer Aufspannung fräst worden, muss ich nachher noch die Linearschienen aufliegen lassen, kann nachher meine Linearschienen schön einstellen, da helfen mir natürlich auch diese Stahlversteifungen, weil ich nämlich zuerst die Versteifungen einstellen kann und nachher erst die Schienen drauflegen kann. Und dann kann ich eben erst den restlichen Tisch zusammenbauen. Mit der Maßnahme habe ich jetzt zwar eine gewisse Steifigkeit und ein bisschen eine Stabilität reingebracht, aber von der Masse selber ist das einfach noch zu wenig, weil da haben wir noch ungefähr 50-50. Das bedeutet die Portalbrücken und da der Tisch oder der ganze Portaltisch sind ungefähr gleich schwer und das ist vom Verhältnis suboptimal. Jetzt gibt es da eine relativ einfache Lösung und zwar habe ich die großen 80x80 Iprofil schwer, die werde ich füllen und zwar weil ich da, ich denke einmal Quarzsand nehmen, außer ihr hast du irgendeinen besseren Tipp, was ich jetzt nicht verwenden will, weil da habe ich schon einen Tipp gekriegt, Mineralguss, das will ich in die Profile nicht unbedingt einfüllen. Aber wenn ich eben diese 80x80 E-Profile mit Quarz und fülle, dann habe ich da eine viel höhere Masse bei dem Tisch und zusätzlich wird der Quarzsand auch schön die Schwingungen und die Vibrationen aufnehmen. Also das dürfte eigentlich die beste Lösung sein. Fürs obere Iprofil schwer, weil ich eine Lösung nehmen, die was das Gewicht jetzt nicht unnötig in die Höhe treibt, sondern da nehme ich aus dem Akustikbau am Schaum. Das bedeutet, die Füllung von dem Profil ist eigentlich jetzt nicht dazu da, um in die Konstruktion noch eine Steifigkeit reinzubringen, weil die brauche ich in 100 Jahren nicht, weil ihr seht, stabil genug, sondern dass ich einfach die Vibrationen ein bisschen aufnehmen kann, dass sich das Ganze eben totläuft. Das ist eigentlich so das, was ich mal so ein bisschen ausgeschnappt habe. Ja, wie man sieht, da oben habe ich eben schon die Anbausätze ausgefräst für die Schrittmotoren.
da sind unterschiedlicher. Also der ist für Nehmer 24 und eben für das Planschlager. Und der ist eben nur für Nehmer 23, 24 Motor. Auf der Unterseite von der Portalbucken habe ich eine Beleuchtung eingebaut. Das ist so eine geschlossene LED-Leisten. Das sind die LED-Banden erstens vergossen, dass eben kein Dreck und keine Feuchtigkeit von einer Minimalmengenschmierung dazu kommt. Und zusätzlich ist es noch einmal in einem Gehäuse drin, dass das Ganze geschützt ist und man kann auch diese Blenden, diese durchsichtigen Blenden, wo noch in die Banden drin sind, austauschen. Das heißt, wenn da irgendwo noch eine Späne aufkommen, dass das Ganze eben milchig wird, dann kann man das kostengünstig austauschen. Ich glaube, diese Blende kostet 5 Euro. Da sieht man die Abdeckungen für die Linearwägen. Das ist einfach 3 mm so Aluprofil. Das muss ich nachher, wenn ich das noch neu kriege, noch festschrauben. Das heißt, da kommen 3 Befestigungsbohrungen. Und das geht sich mit den Winkeln relativ schön aus, dass da wirklich die komplette Linearschiene und der Linearbogen eben schön abgedeckt ist. Und da kann man nachher, das habt ihr eh schon im ersten Video gesehen, eben mit dieser Faltenbälge arbeiten. Deshalb haben eben diese Stahleinlagen eine gewisse Aussparung, dass da der Faltenbalg eben schön drüber läuft. Was auch gekommen ist, das ist die Spindel. Das ist die kleine Spindel, also 2,2 kW. Das war das Komplettset mit der Halterung. Ich werde dazu ein extra Video machen, weil ich nur auf die zweite Spindel warte. Also die Spindel habe ich für einen Freund mitbestellt. Ich darf sie aber testen. Und für die Maschine selber ist auch so eine Spindel vorgesehen, also auch mit 2,2 kW, aber eben eine richtige Metallspindel. Also die kommt genauso aus China, kostet ungefähr um 150, 120 Euro mehr. Hat einen ganz anderen Frequenzumrichter, weil die eben für die 24.000 Touren 800 Hertz braucht und die braucht eben für die 24.000 Touren nur 400 Hertz. Die Metallspindel hat da noch einen Durchmesser von 85 mm. Die hat eben nur 80 mm. Die haben wir deshalb ausgesucht. Also, ich habe irrsinnig viel geschaut. Die haben mir diese ganzen luftgekühlten Spindeln angeschaut. Ich habe mir eben die billigeren 2,2 kW Spindeln angeschaut. Also, es gibt da irrsinnig viel verschiedene. Mit Lager der 6er Serie, der hat zum Beispiel Lager der 7er Serie. Es gibt DA mit anderen Stecker. Es gibt die eben mit einem Alugehäuse, also die hat ein Stahlgehäuse. Die hat da schon, weil es da irrsinnige Probleme gibt, dass da viele Stecker eben gar nicht geerdet sind, wo man eben nachher selber wieder alles legen muss und die Erdung eben ansetzen. Also die ist geerdet. Die hat da ein Stahlgehäuse, die hat da 7er Lager und nicht billige 6er Lager. Und die hat eben EA20, also die Metallspindel, die was ich noch hinkriegt, die hat glaube ich sogar EA25. Ist wassergekühlt, weil ich eben nicht so ein Steinhaus haben will. Und ist in Kombination eben mit der Aufnahme. Die Aufnahme, die ist relativ groß. Also ich habe mir das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen kleiner vorgestellt. Also das ist ein fester Brummer, das ist ein Aluguss, also das ist wirklich gar nicht so eine schlechte Qualität. Nur ich habe keine Ahnung, warum sie das Ganze so angestrahlt haben. Also ich werde das auf alle Fälle nochmal überprüfen, wie es da mit der Rechtwinkligkeit ausschaut. Ich war den Spindelkonus noch anschauen, wie gut der eben ausgeschliffen ist, aber die Spindel läuft butterweich. Und ich glaube, die Qualität ist echt nicht so schlecht. Also da war ich echt überrascht wie denn, und die ist auch sau schwer. Also ich habe gesehen, die ist um 1,8 Kilo schwerer als wie die gleiche Spindel eben mit Alugehäuse. Das ist ein wirklicher Brummer. Den Frequenzumrichter, der was da dabei war, das ist dieser, ich glaube 100, 120 Euro
Frequenzumrichter, den was es immer auf Amazon gibt. Das kann ich euch nachher noch in einem extra Video zeigen. Und das Wasserpumpen, weil dieses Hightech-Gerät dabei. Also das, weiß nicht, für was du es hernehmen kannst. Das Einzige, was du gut ist, sind die Saugnäpfe. Also das sind der Hammer. Aber die Pumpen selber ist irgendwie nicht so vertrauenserweckend. Es ist ja dieser Stecker, also das ist anscheinend der China-Stecker oder keine Ahnung, mit so einem Adapter eben auf europäischen Stecker. Ja, es war halt dabei, aber es ist halt nicht das Wahre. Und hier haben wir da vorgestellt, dass da irgendwo ein Wärmetauscher dabei ist, weil die Spindel ist ja wassergekühlt und das ist ja im Endeffekt nur Pumpen. Und jetzt, ich verstehe jetzt nicht, wie da die Wärmekühlung funktionieren soll, weil wenn man sich zum Beispiel bei die richtig teuren wassergekühlten Spindeln das anschaut, dann ist dann immer ein Wärmetauscher dabei, den was man aber relativ günstig selber machen kann. Und der fällt eigentlich komplett. Und die haben immer gedacht, der Wärmetauscher ist da irgendwie integriert. Aber das ist eigentlich nur so ein Goldfischpumpen. Ja, das heißt, wir wollen mal einen Wärmetauscher machen. Es ist eigentlich überhaupt nichts dahinter. Man braucht nur zwei Aluplatten, wo man eben die Kanäle einfräst. Das System war ich so ähnlich machen. Ich habe einmal so einen Dampfer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch daran erinnern könnt, wo ich mal in einer Aluplatte die Kanäle eingefräst habe und den noch eben verbunden habe. Und da kämen nachher noch zwei starke Lüfter, also E-Lüfter auf, die was eben nachher das Wasser, was durch die Kanäle geht, eben kühlen. Und von mir aus, die pumpen nachher den Dreck wieder hinterauf. Oder ich kaufe mir irgendwie so billige Teichpumpen. Aber solange die geht, werde ich die probieren und dann sehen wir hier. Ja, und das war das Update. Also, wie man sieht, ist eigentlich eh für die kurze Zeit, was ich gehabt habe, relativ viel weitergegangen. Mit etwas Glück, was beim nächsten Video noch schon die Steuerung sehen. Also wie man sieht, die Motoren und die Endschalter sind schon bereit. Also das brauche ich nachher nur mehr anstecken. Und die Spindel, die wartet da schon auf die erste Testphase. Meine Spindel, also die Metallspindel, die kommt leider direkt aus China, also die gibt es glaube ich bei uns in so einem Europa-Shop gar nicht. Und das wird eben sicher noch zwei, drei Wochen dauern. Und dann würde ich einfach einmal die normale, also das ist eigentlich eine Gravierspindel, so wie eben viele nur Gravierspindeln sind, aber man kann natürlich mit der super Alu fräsen. Das traue ich der mit den Lager, was da drin sind, ohne weiteres zu. Und der Metallspindel hat eben Lager der 72er Serie. Ist eben nur ein bisschen robuster gebaut. Und ja, für Stahl wird die auch nicht sein. Aber sie ist halt einfach für Fräsarbeiten ein bisschen mehr ausgelegt als wie die. Deshalb darf ich das gerne einmal vergleichen, wie die wirklichen Unterschiede sind, weil vom Preis her, also die kriegt man mit Frequenzumrichter in dem Paket. Mit der Wasserpumpe, mit der Hightech-Wasserpumpen und eine super ER20 Spannzange. Also da war bei dem Set nämlich auch noch Ersatz dabei. Für ungefähr 300 Euro und die war jetzt innerhalb von einer Woche da. Und die Metallspindel kostet ungefähr so 450 Euro. Eben weil sie halt da einen ganz anderen Frequenzumrichter hat. Aber das werden wir uns beim nächsten Video anschauen. Ciao.